Jo Leute, was geht ab? Euer Bevan Romain ist wieder am Start und heute mal kein Essens-Review, heute mal wieder Back to the Roots. Es wird einen kleinen Vlog geben und zwar sind wir auf dem Weg nach Bukarest, ja, die Hauptstadt meines Heimatlandes bzw. das Heimatland meiner Eltern. Wir sind jetzt hier für 10 Tage in der Heimatstadt von meinem Vater, aber wir fahren heute mal für einen Tag und für eine Nacht nach Bukarest und werden heute ein bisschen die Stadt anschauen. Ich war da noch nie und am Abend werden wir zum Fußballspiel gehen, zum größten Derby, das es damals gab. Mittlerweile spielen die beiden Mannschaften in der zweiten Liga, Steaua gegen Dinamo Bukarest. Dann nehme ich euch auch mit und dann werde ich euch ein bisschen mit dem Tag rumführen und ich hoffe, wir werden cooles sehen. Also kommt mit. So Leute, endlich angekommen in Bukarest. Nach 3 bis 4 Stunden Fahrt und ein bisschen Stau in der Stadt von Bukarest sind wir jetzt auch endlich im Hotel angekommen. Ich muss auch sagen, Leute, wow. Das ist ein richtig geiles Hotel. Es ist ein 5-Sterne-Hotel. Und wir haben ganz gute Connections in Rumänien, vor allem mein Vater. Und der hat, oder diese Connection hat uns einfach mal 2 Suiten klar gemacht. Ist Wahnsinn. Also ich war noch nie in der Suite. Ich will es euch mal zeigen. Ihr seht es jetzt gleich. Ja, ich muss die Kamera danach ändern. Also, man kommt hier erstmal so rein. Ich mache mal einen Weitwinkel an. Dann gibt es hier erstmal ein kleines Gästebad. Ja? Auch schon schick. Dann kommen wir weiter. Hier ist erstmal so eine kleine Lounge-Area mit dem Fernseher an der Seite. Ich nehme mal an, dass das König Ferdinand ist, weil die Suite heißt King Ferdinand Suite. Ich nehme mal an, dass er es ist. Habe ich schon gecheckt, das ist irgendwie so eine Anti-Terror-Attakteur. Also du kannst da reingehen, wenn irgendwie ein Terrorangriff ist. Habe ich auch noch nie gesehen. Richtig wild. Dann haben wir hier nochmal einen Fernseher und einen Tisch. Kaffeemaschine und Tee und whatever. Wasser ist auch noch da. Und dann kommen wir in den Schlafbereich, Leute. Das ist eine eigene Wohnung. Ich ziehe am liebsten ein. Ich zeige euch auch gleich den Ausblick. Dann kommen wir hier in den Schlafbereich. Ein Doppelbett, nur für mich allein, ist auch nice. Schränke, noch ein Fernseher, weil 3 Fernseher, also 2 Fernseher sind zu wenig. Es müssen schon 3 sein. Und dann kommen wir zum richtig wilden Bad. Also, Leute, schade, dass wir nur eine Nacht bleiben. Aber Wahnsinn. Also, richtig, richtig nice. Leider werde ich nicht viel Zeit hier verbringen, weil wir heute Bukarest sehen wollen. Und ich zeige euch noch mal kurz die Aussicht. So, leider kann ich kein Video von mir draus machen, weil es hier einen Schutz gibt. Aber ich zeige es euch mal so. Hier ist die Aussicht aus dem Fenster. Da vorne ist ein wichtiges Gebäude, damals zur Zeit von Ceausescu, vom Diktator, gewesen, im Zeiten des Kommunismus. Und ja, das ist eine der befahrensten und bekanntesten Straßen hier in Bukarest. Sehr nice. So, ich befinde mich jetzt im Aufzug und jetzt treffen wir uns gleich noch mit einem Freund, der uns das alles hier klar gemacht hat und gehen jetzt erstmal schick was essen. Ich melde mich dann vom Essen wieder. Bis dann. Ja Leute, wir sind jetzt hier essen, beziehungsweise wir gehen jetzt ins Restaurant rein. Ich fühle mich ein bisschen anders, es ist ein mega schickes Restaurant, also der Fuhrpark hier ist schon krass. Also nur wahnsinnig nice Autos und auch hier, das Restaurant schaut sehr, sehr krass aus. Von dem her bin ich mal gespannt, wie es denn so ausschaut. Leute, es war Wahnsinn. Also ich kann leider, oder ich habe mich nicht getraut, Videos zu machen, weil das so ein schickes Restaurant war, aber es war nicht dieses ich muss aufpassen, wie ich mich benehme, schick, sondern es ist dieses, ich habe halt viel Geld und es ist trotzdem schick halt einfach, weißt du? So, wisst ihr, so ein Restaurant war das und das ist echt heftig. Ich habe ein paar Bilder gemacht, die kann ich euch einblenden, aber das Essen war so gut. Wow, Wahnsinn. Also es hat so gut geschmeckt und top, top Restaurant, also Wahnsinn. Also eine Erfahrung heute am Tag oder dieser ganze Tag ist eine Erfahrung, die ich vielleicht noch einmal machen werde. Deshalb genieße sie vor allem. Ich freue mich jetzt aufs Spiel. Wir werden jetzt noch ein bisschen uns aussuchen, vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen und dann werden wir auf jeden Fall zum Stadion fahren. Ja, die Brisanz ist halt bei diesem Spiel das Dinamo gegen Steaua, früher unter dem Kommunismus die größten Rivalmannschaften waren. Dinamo war die Polizistenmannschaft und Steaua war die Mannschaft des Militärs. Und beide Mannschaften sind jetzt eigentlich in Liga 2. Von dem her ist das Derby jetzt nicht mehr ganz so groß wie früher, aber immer noch eine sehr, sehr große Rivalität zwischen den Fans. Und das größte Derby in Bukarest, beziehungsweise in ganz Rumänien. Von dem her freuen wir uns drauf und ich nehme euch natürlich damit. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Schon lauter
Dynamo-Fans hier. Heute ist Dynamo nämlich das Heimspiel oder haben den Heimvorteil. Wird gut werden, ist auf jeden Fall was los hier. Und ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Mein Vater ist großer Dynamo-Fan, deshalb werde ich auch für Dynamo sein. Die haben auch die Farben Rot und Weiß, wie die Bayern. Und hey, das Polizeiaufgebot ist hier riesig. Also man merkt, dieses Spiel hat eine gewisse Brisanz. Bis dann im Stadion. So, wir sind durch. Ich habe mir jetzt auch einen Schal gekauft. Hier von Dynamo Bukarest in Schwarz. Ziemlich nice. Ich habe, glaube ich, schon 3-4 Schals von Bayern München, alle in Rot-Weiß, sag ich mal, einen schwarzen genommen. Ja, und es wird ziemlich cool werden. Das Stadion schaut mega aus. Ich zeige es euch gleich mal. So. Ja, sieht man ein bisschen schwer. Aber jetzt, ich habe es euch ja schon von außen gezeigt. Jetzt werdet ihr es von innen sehen. Ich freue mich drauf. Bis gleich. So, wir sind drin. Hier ist jetzt also so vorher. Wir sind heute im VIP-Bereich. Deshalb ein bisschen besseren Bereich. Draußen gerade noch mal eine Fußballlegende getroffen von Dynamo Bukarest. So, hier sind wir im Originalstand. So, gerade den DJ noch gesehen, einfach hier mit Musik und diese VIP-Plätze sind schon sehr, sehr schick. Sehr, sehr edle Sitze, wird sehr gut. Die Auswärtsmannschaft hat es gerade betreten. Weiter, immer noch nicht auf. Und weiter geht's.
Vielen, vielen Dank. Halbzeit 0-0, aber gutes Spiel. Also die Heimmannschaft Dynamo, für die wir auch heute sind, ist definitiv besser. Leider keine wirklich richtig große Chance. Eine gab es noch kurz vor Schluss, aber gutes Spiel, also macht Spaß. Kopf auf vorne und Stimmung ist super. Dafür, dass nur 15.000 bis 20.000 da sind im Stadion von 55.000, ist krass. Also wir haben Hoffnung auf die ganze 2.
gemacht und die Mannschaft geht dahin. Leute, krasses Erlebnis. Sehr, sehr krasses Erlebnis hier, Wahnsinn. So Leute, zu Hause eigentlich, wir gehen auf den Fanmarsch, beziehungsweise wir gehen einfach nach Hause, aber das wird so ein Fanmarsch. Hier, mein Vater. Na Luther, wie fandest du das Spiel? Was sagst du? Super geil, also das Spiel unglaublich. Ja? Unglaublich, unglaublich. Also 3-0, absolut geiles Spiel. Vor allem, ich stand ja bis zum 70. glaube ich 0-0. 75. Echt zu lang, ey. Einfach geil. Also ich muss sagen, ich war bei vielen Bayern spielen, aber die Stimmung hier hat es auf jeden Fall getoppt. Und Leute, ich kann es euch nur empfehlen, wenn Dynamo gegen Servo spielt, ist einfach geile Stimmung. Und jetzt schauen wir mal, wir haben noch Hunger. KFC wird aufgesucht. Meine Stimme ist komplett weg. Und auf jeden Fall morgen gibt es auch nochmal weitere Videos. Wow, Leute, was ein Tag. Ey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich muss es erstmal sacken lassen. Das sind so viele Dinge passiert und so viele Eindrücke heute gesammelt, die ich irgendwie gar nicht richtig verarbeiten kann, weil das an einem Tag zu erleben ist für mich schon was echt Besonderes. Also erstmal diese Suite hier. Und Leute, ich habe gegoogelt, wie viel die gekostet hat. Oder wie viel die pro Nacht kostet. Schreibt gerne mal in die Kommentare ran. Ich werde es ganz zum Ende auflösen, wie teuer diese Suite war oder ist. Und ja, mich hat es überrascht, sagen wir es mal so. Und dann danach waren wir in einem super schicken Restaurant essen. Mit einem richtig, richtig guten Essen. Dann sind wir noch ein bisschen rumgefahren. Dann waren wir im Stadion. Was ich im Stadion erlebt habe, ja, das habt ihr ja gerade gesehen. Es ist unglaublich, also sowas habe ich noch nie erlebt, das ist einfach Wahnsinn. Dann waren wir jetzt noch beim KFC schnell was essen, das war auch nochmal sehr, sehr gut. Und morgen geht es dann auch nochmal weiter, also morgen werden wir so ein bisschen die historische Stadt von Bukarest sehen. Ein paar Dinge oder ein paar Sehenswürdigkeiten, die viel aus der Geschichte oder von der Geschichte erzählen. Ja, ihr wisst, es ist ganz schwer für mich zu reden, weil ich erstmal im Food-Koma bin und ja, dieser Tag mich einfach komplett umgehauen hat. Deshalb wünsche ich euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen und ja, dann werden wir sehen, was wir da so erleben werden. Bis dann. Guten Morgen aus dem wunderschönen Bukarest. Ich habe die Nacht, die nicht allzu lang ging, gut verbracht. Wir gehen jetzt zum Frühstücken. Wetter wird leider nicht ganz so gut, aber ja, wir wollen noch ein bisschen was sehen und dann nehme ich euch mal mit. So, vom Frühstück angekommen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Bilder einblenden. Das war mega lecker. Also sehr, sehr guter Cappuccino. Die Leute mega freundlich. Die Kellner haben wirklich alles gebracht. War der Teller leer, direkt abgeräumt. Ich glaube, in diesen höherklassigen Hotels ist es total Standard. Aber wenn du das halt nicht so gewohnt bist, ist es schon noch was Besonderes. Aber wirklich Orangensaft top. Frisches Obst. Leute, also wenn jemand da draußen eine 80-jährige Millionärin oder Milliardärin ist und Single ist und einen gut gekleideten Rumänen sucht, dann immer her damit mit der Nummer, weil dieses Leben, an das kann man sich schon gewöhnen. Aber heute geht es dann noch weiter. Wir werden Bukarest jetzt unsicher machen noch ein bisschen und dann geht es auch wieder zurück nach Lisa zu der Familie. We'll be right back.
fahren wir mal in die Gebäude oder in die alte Siedlung von meinem Vater vor über 35 Jahren her. So, wir sind jetzt hier angekommen in der alten Wohngegend von meinem Vater, 35, 40 Jahre her. Und hier hat er gewohnt, das sind diese klassischen kommunistischen Bauten. Hier ist da hinten eine Schule. Und hier ist ein Kinderspielplatz mittlerweile. Hier auch nochmal ein bisschen die Verwandtschaft hat hier gewohnt von meinem Vater. Ja, das sind so die klassischen Bauten in diesen früheren Zeiten. Mittlerweile ist Bukarest eine sehr, sehr moderne Stadt auch geworden. Also was ich hier für Häuser gesehen habe und für Apartments, Wahnsinn. Aber das sind halt auch noch klassische Wohnungen. Aber sehr, sehr interessant. So, wir stehen hier gerade vor dem Parlament, das ich euch gestern Abend schon gezeigt habe, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ich euch gezeigt habe, mal schauen, ob ich es reinschneiden werde. Auf jeden Fall sind wir jetzt da und unser Kontaktmann, der uns auch die ganzen Hotels klar gemacht hat und dieses schicke Essen oder Restaurant, unser Gönner, sagen wir es mal besser so, der hat uns auch jetzt hier eine Privatführung durchs Parlament gemacht. Es ist nicht so einfach, die eine zu bekommen und wir bekommen sie jetzt. Also bin sehr gespannt, wenn man drin filmen kann, mache ich es. Wenn nicht, erzähle ich mal, wie es war, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also es ist ein Riesending, es ist Wahnsinn, wie groß das ist. Zeig doch mal so, also wirklich wie ein Schloss. So Leute, wir sind aus dem Parlament draußen und ich muss sagen, es war mehr als beeindruckend. Also man kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin schon wieder sprachlos. Das gibt es kein zweites Mal auf der Welt und das ist überhaupt nicht übertrieben. Das ist das vom Haus her, das größte Parlament der Welt. Und auch innen drin, also ich werde euch ein paar Bilder jetzt einblenden. Das ist unglaublich. Also ich habe da jetzt nicht viel filmen können, aber was uns auch der... wir haben so eine kleine Privatführung bekommen. Ja, wir haben auch so Bereiche gesehen, wo man jetzt nicht so einfach reinkommt als normaler Tourist. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also kann ich nur jedem empfehlen, wer mal gerade in Rumänien ist, oder in Bukarest ist, dass er sich dieses Parlament mal anschaut, weil es, ja, wie gesagt, das gibt es nicht noch einmal. Und wenn ihr so ein bisschen interessiert daran seid, an auch in kulturellen Dingen, empfehle ich euch. Also Bukarest ist eine Stadt, die man wirklich mal gesehen haben muss. Und ich glaube, diese Stadt wird auch das Bild von vielen Leuten verändern, dass sie von Rumänien haben, ja. Oftmals ist es ja eher so ein negatives Bild, aber wenn ihr hier seid, dann merkt ihr, das ist was komplett anderes. Also Rumänien ist wirklich ein wunderschönes Land und hat so viel zu bieten an kulturellen Dingen. Und ja, es lohnt sich immer wieder. Jetzt gehen wir noch was essen und dann schauen wir mal weiter, was es so gibt. So, wir sind schon wieder in Deutschland. Die letzten 10 Tage sind so schnell vergangen, vor allem die Tage in Bukarest, dass ich gar nicht mehr dazu gekommen bin, Videos zu machen, beziehungsweise es war immer so viel los, dass ich gar kein Abschlussvideo machen konnte, sondern erst jetzt wieder nach ein paar Tagen, gerade beim Schneiden, sitze ich hier und mache das ganze Gedöns fertig. Einfach so einen kleinen Schlusssatz noch zu finden oder zu zusammenzufassen. Also nach dem Essen ist nicht mehr viel passiert. Wir sind eigentlich direkt gefahren, weil wir dann auch wieder 4 Stunden vor uns hatten und der Verkehr in Bukarest ist echt Wahnsinn. Also sowas habe ich echt noch nie erlebt. Von dem her mussten wir ein bisschen zeitig aufbrechen. Aber ich habe diese Tage so genossen und behalte die auf jeden Fall in Erinnerung. Und habe auf jeden Fall geplant, nächstes Jahr nochmal, aber dann für 4 Tage hinzufahren, um ja Bukarest noch ein bisschen mehr kennenzulernen. Vor allem Ecken, die ich jetzt noch nicht gesehen habe. Ja, Bukarest ist so groß. Ich habe einen kleinen Teil nur gesehen, also ist auf jeden Fall noch drin,
mehr zu machen. Grundsätzlich, Rumänien ist ein super Land. Es entwickelt sich immer weiter, die Infrastruktur wird ausgebaut und ich kann es wirklich nur jedem von euch ans Herz legen, dass ihr hinfahren werdet oder dass ihr mal hinfahren solltet, besser gesagt. Ich habe euch noch eine Auflösung, ich bin euch noch eine Auflösung schuldig, und zwar, wie teuer war die Suite pro Nacht? Wir hatten zwei Suiten, also meine Eltern hatten eine und ich hatten eine jeweils. Jede Suite hat 1.200 € pro Nacht gekostet. Wir waren zum Glück nur eine Nacht dort, aber einfach mal so in der Größenordnung. Das war das teuerste Zimmer im Hotel oder das zweitteuerste. Ja, es war eine wahnsinnig tolle Zeit und ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst, vielleicht auch mal kommentiert und ja, euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Kommentiert, wenn ihr es bis zum Ende gesehen habt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.